Anne-Frank-Ausstellung im Menschenrechtszentrum. Seit 10. Februar gastiert zum dritten Mal die Wanderausstellung Deine Anne, ein Mädchen schreibt Geschichte in der Gedenkstätte Zuchthaus Cottbus. Sie thematisiert das Leben des jüdischen Mädchens Anne Frank im zeithistorischen Kontext. Die Ausstellung richtet sich vorwiegend an junge Erwachsene ab 12 Jahren. Ein Besuch bietet sich vor allem im Rahmen des Schulunterrichts oder als Angebot offener Kinder- und Jugendarbeit an. Für den 22. und 24. Februar sind jeweils noch Termine für geführte Ausstellungsbesuche von Jugendgruppen und Schulklassen frei. Sogenannte Peer Guides, also junge Menschen ab 15 Jahren, begleiten die Besuchenden dabei durch die Ausstellung. Blaues Hochhaus komplett eingerüstet. Das Bauvorhaben am Blauen Hochhaus in der Leipziger Straße in Cottbus geht weiter voran. Die Balkonbrüstungen sind abgetragen und ein Baugerüst steht jetzt an dem Plattenbau. Das auffällige Gebäude in der Spremberger Vorstadt soll zum Wohnprojekt Lebensglück umgebaut werden. Dort soll dann selbstständiges Wohnen mit dem Angebot auf Betreuung verbunden werden. Jetzt geht es erstmal mit der weiteren Entkernung des Gebäudes weiter. Der Beginn des nächsten Bauabschnitts sei für Anfang Mai geplant. E-Ladesäule am Erich-Kästner-Platz umgerüstet. Die am Stadthaus Cottbus installierte Ladesäule für Elektrofahrzeuge ist seit kurzem mit einem Bezahlsystem ausgestattet. Die Säule ist Eigentum der LEAG. Das Unternehmen will mit dieser ersten neu gestalteten Ladesäule im öffentlichen Raum das Geschäftsfeld Ladeinfrastruktur prüfen. Weitere Lademöglichkeiten sind laut LEAG in Planung. Die Zahl der Elektrofahrzeuge steigt schnell, deshalb muss es auch in Cottbus zukünftig mehr Ladestationen geben.